Hallo, ich bin Thorsten Kabitz und ich gehe in diesem Podcast mit euch in den Knast. Knast Live. Leben und Arbeiten in der JVA Remscheid. Freitags verbrauchen wir an die 550 Kilogramm Kartoffeln, um die 600 Gefangenen dann zu verpflegen. Gerade wenn man eingesperrt ist aus Langeweile, wird man auch kreativ. Gerichte wie mit Garnelenspieß oder sonst, das ist echt keine Sache der Unmöglichkeit hier. Mahlzeit zu Knast Live, Folge 11, die vielleicht auch Alfons Schubeck interessieren würde. Nur der hat ja gerade auch keinen Internetzugang. Ne? Wie der Titel schon erahnen lässt, geht's ums Essen. Susanne aus Solingen, die unseren Podcast verfolgt, hat die Frage gestellt, was kostet das Essen in der JVA? Darauf gibt es zwei Antworten, Susanne. Wie ihr schon aus den vorigen Folgen wisst, hat die JVA Remscheid keinen Speisesaal, sondern die Gefangenen essen auf ihrer Zelle. Dreimal am Tag bekommt man Anstaltsverpflegung. Hier im Hafthaus, wo ich immer noch bin, gibt's um 6 Uhr Frühstück, 12 Uhr warmes Mittagessen und 17 Uhr Abendkost. Das, was dann auf großen Wagen verteilt wird, das ist all-inclusive sozusagen. Dafür zahlen die Gefangenen nichts. Da, wo es herkommt, nämlich in der Küche, kann ich mich gleich mal ein bisschen umschauen. Allerdings habe ich schon von einigen Männern gehört, so richtig satt werden viele davon nicht. Deshalb das meiste von dem wenigen Geld, das die Gefangenen haben oder verdienen, geht für den Einkauf drauf. Über einen örtlichen Supermarkt kann man Lebensmittel bestellen und damit wird teilweise richtig kreativ gekocht. Ihr könnt ja schon mal raten, was das beliebteste und wichtigste Küchengerät ist, das man hier auf ganz vielen Hafträumen findet. Ich wäre nicht sofort drauf gekommen. Aber, und das hatte ich auch nicht unbedingt erwartet, es gibt hier noch so eine Art Hobbyküche, wo sich die Gefangenen in kleinen Kochgruppen zusammenschließen lassen können. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da gucke ich nachher auch mal rein. Und ich stelle euch zwei Mitgefangene vor, die tagtäglich mit dem Essen zu tun haben. Der eine arbeitet in der Küche, der andere ist Essenträger, also verteilt das Anstaltsessen auf seine Abteilung. Die beiden selbst haben allerdings gerade einen speziellen Essen- und Ernährungsplan, denn sie bereiten sich auf ein besonderes sportliches Ereignis vor, das am Wochenende hier in der JVA Remscheid ansteht. Das alles in dieser Folge. Die Bilder dazu gibt's wie immer auf radiorisg.de/knastlive oder auf unserem Insta- und Facebook-Account. Und jetzt stehe ich auch schon mittendrin in der großen Gefängnisküche. Ein großer Raum, weiße Fliesen an den Wänden, graue Fliesen auf dem Boden. Drei lange Reihen mit Herden, riesigen Kochfeldern, Platten zum Anbraten, im Boden davor große Abflussrinnen. Links von mir Tische mit schwarzen Kisten, die alle mit Kürzeln der Abteilung gekennzeichnet sind. E2, C1, C2, C3. Ach, da komme ich gerade her. Drumherum noch ein paar Lagerräume, Spülbereiche und so weiter. Also wäre ich nicht gerade durch den gesicherten Eingang gekommen, hätte vor mir Gitter an den Fenstern und Justizvollzugsbeamte da oben hinter der Scheibe im Büro, dann könnte das eine normale Großküche im Krankenhaus oder ähnliches sein. Aber das eine oder andere ist hier dann natürlich doch anders und darüber sprechen wir jetzt. Hallo, mein Name ist Dennis Bayer, ich bin 31 Jahre alt, ich arbeite seit 2012 in der JVA in Remscheid, seit 2018 in der Küche und bin im Moment stellvertretender Küchenleiter und bin dann auch zuständig für den Einkauf. Ich schreibe unter anderem auch die Speisepläne und bin auch für die Verwaltung von den Lebensmitteln verantwortlich und unterstütze natürlich die Kollegen und natürlich vor allem meinen Chef. Ja, Mahlzeit. Wir sind in der Küche, in einer großen Küche, die, so wie ich es jetzt erstmal hier sehe, ich sehe hier mehrere große Stationen, an denen große Platten sind, große Becken sind. Das sieht aus, in Anführungszeichen, wie eine normale Großküche, die auch woanders stehen könnte. Ja, ich gehe davon aus, dass diese Küche auch woanders stehen könnte. Wir bereiten hier für circa 600 Gefangene das Essen zu. Wir bereiten hier das Frühstück zu, das Mittagessen und die Abendkost wird hier auch zubereitet. Hier haben wir die Warmküche, dort haben wir dann die kalte Küche. Die großen Kessel haben bis zu 500 Liter Volumen, die kleinen Kessel bis zu 300 Liter Volumen. Und da kommt schon einiges an Lebensmitteln zusammen. Ich gucke hier gerade neben uns auf zwei, aus meiner Sicht, große Kisten, gefüllt mit Kartoffeln, die hier schon im Wasser vorgekocht oder weich gehalten werden. Was haben Sie so, nehmen wir mal zum Beispiel, weiß ich, Nudeln, Kartoffeln, was ist so das Beispiel, wo Sie sagen können, das verbrauchen wir pro Tag, pro Woche oder so. Haben Sie da eine Zahl? Ja, also bei den Kartoffeln, die Sie da sehen, da sind jetzt zwei Molen zu sehen. In einer Mole sind ungefähr 4 Säcke Kartoffeln. Die Kartoffeln haben dann 25 Kilogramm pro Sack. Das heißt, in einer Mole sind ungefähr 100 Kilogramm Kartoffeln. Für so eine Ausgabe freitags zum Beispiel, also quasi morgen, verbrauchen wir an die 550 Kilogramm Kartoffeln, um die 600 Gefangenen dann zu verpflegen. Wer schält die? Wir haben eine Kartoffelschälmaschine, da werden die grob vorgeschält, aber das meiste ist tatsächlich noch Handarbeit hier.
Was sind so die wichtigsten Etappen des Tages? Also bei uns wird angefangen um 5 Uhr. Die sogenannte 5-Uhr-Schicht ist das bei uns. Und dann wird das Frühstück vorbereitet für den Tag. Dann kurze Zeit später fangen wir auch schon an, für den Mittag es vorzubereiten. Packen schon die Lebensmittel aus, legen uns die bereit. Und ja, dann fangen wir gegen 7, 8 Uhr an zu kochen. Und die Kostausgabe findet dann hier um 12 Uhr statt. Und das heißt, danach ist dann Richtung Nachmittag, ist dann hier nichts mehr? Oder was passiert denn hier noch? Genau, nachdem wir die Kost ausgegeben haben, kommen die Behälter wieder. Die werden dann hinten in unserer Spülstraße von den Gefangenen auch größtenteils noch von Hand gespült. Und dann wird nachher nur noch geputzt, wie es in der Großküche so ist. Es besteht hier die Arbeit, ich sage jetzt mal, zu 80% aus Putzen wirklich. Jeden Tag wird die Küche einmal geputzt. Danach wird alles ordentlich wieder weggepackt. Und im Nachmittagsbereich findet dann hier nichts mehr statt. Dann hat die Küche quasi Feierabend. Wie ist die Aufgabenverteilung? Einer Vorspeise, einer Hauptgang, einer Dessert? Oder? Wir haben hier verschiedene Räume. Wir haben hier zum Beispiel den Brotraum. Die machen die Frühstücksverpflegung sowie Abendverpflegung. Das heißt bei uns die kalte Küche. Dann haben wir einmal die warme Küche, die bereitet die Gemeinschaftsverpflegung zu. Und dann haben wir noch einmal hinten die Diätküche, die bereitet dann die ganzen Kostformen für Krankenkost 1 bis 5 zum Beispiel zu, die Kostformen für die mohammedanische Kost und die ganzen Sonderkostformen, die es noch gibt. Sie schreiben die Essenspläne oder planen auch, was es zu essen gibt. Welche Möglichkeiten haben Sie? Wie viele Wünsche werden an Sie herangetragen? Also tatsächlich, Wünsche haben wir oftmals nur an den Feiertagen und da versuche ich die auch zu berücksichtigen. Oftmals wird sich ein Gulasch gewünscht oder auch mal ein etwas größeres Schnitzel. Gerne gesehen ist hier die Käse-Lauch-Cremesuppe. Die Brokkoli-Nuss-Ecke als vegetarische Alternative wird hier gerne gefragt. Und ansonsten halten wir uns ein bisschen an die Verpflegungsordnung und versuchen, dass die Gefangenen natürlich ausreichend verpflegt werden. Stichwort Kosten, Sie werden wahrscheinlich auch ein bisschen Vorgaben haben, was Sie beim Einkauf zu beachten haben. Natürlich schauen wir immer wieder darauf, dass wir gut und günstig einkaufen. Aber ja, Sie kennen das ja selber, Inflation und Krieg macht es im Moment einfach schwierig, auch privat natürlich. Ne? Also das sieht man privat, das spiegelt sich hier wieder, wenn man überlegt, man muss hier für 600 Personen einkaufen. Klar. Meint auch mehr so, Sie fänden vielleicht auch mal ein Hüftsteak schön, aber das ist dann halt vom Budget dann doch wahrscheinlich nicht drin. Genau, das wäre bestimmt mal schön und das haben sich die ein oder anderen Gefangenen auch schon mal gewünscht, aber das ist tatsächlich preislich leider nicht machbar, nein. Ich habe eben mit einem Inhaftierten hier gesprochen, der so ein bisschen auch über seinen Alltag erzählt hat und der sagte mir tatsächlich, die meisten werden am Anfang erstmal dicker, weil die so gut essen oder kochen sie so gut? Wir hören öfters mal, dass wir gut kochen, natürlich. Ich muss auch sagen, dass vielleicht auch so die fehlende Bewegung am Anfang da ist, bis sie dann an die Arbeit kommen, sage ich jetzt mal. Aber ich gehe stark davon aus, es geht ja nicht nur von unserer Kost aus, sondern die Gefangenen haben ja auch noch Einkauf und was da zusätzlich verpflegt wird, das können wir natürlich nicht einsehen. Wir bereiten Speisen zu, dass sie einen Kalorienbedarf haben von 2.500 ungefähr am Tag. Da kommen wir Pi mal Daumen immer drauf und natürlich alles andere, was privat dann noch auf dem Haftraum gegessen wird, das führt natürlich auch dazu, dass sie vielleicht am Anfang vor allem etwas zunehmen. Aber vielleicht können wir bei der Gelegenheit auch ein bisschen mit Mythen und Gerüchten aufräumen. Gibt ja auch so Stories hier wie Knastküche ist besonders ballaststoffreich und fettreich, damit die alle träge werden und nichts anstellen. Stimmt aber nicht, oder? Nein, also wir halten uns hier schon an die Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Dafür habe ich auch in dem letzten Jahr 2 Fortbildungen gemacht, damit wir hier halt auch die gesunde Küche mit einbringen können. Und wir achten schon darauf, dass nicht zu viel fettige Speisen angeboten werden, sondern das ist tatsächlich ausgewogen, ballaststoffreich, natürlich ist, aber trotzdem abwechslungsreich und vor allem versuchen wir auch ein gesundes Essen herzustellen, auch wenn es für die Gemeinschaftsverpflegung nicht immer einfach ist. Gibt's Qualitätskontrolle? Gucken Sie, an welchen Tagen besonders viel nachgenommen wurde oder Beschwerdemanagement, gibt es das bei Ihnen? Also natürlich, ab und zu kommen auch mal Beschwerden rein, obwohl sich das wirklich tatsächlich in Grenzen hält. Es gibt Tage wie, ich sage jetzt mal, heute gibt es zum Beispiel Gulasch, da weiß ich auf jeden Fall, da könnten wir wahrscheinlich fast die doppelte Menge kochen, das wird gerne genommen. Eintöpfe allgemein auch sehr gerne, Erbseneintöpfe oder Linseneintopf, das wird auch sehr gerne genommen. Und natürlich immer, wenn es etwas mit Fleisch gibt. Die Männer arbeiten hier, aber gibt es auch eine Möglichkeit, sich hier bei Ihnen beruflich zu qualifizieren? Also wir in der Küche haben hier keine Möglichkeit. Allerdings haben wir natürlich noch eine Ausbildungskantine, die kochen dann für die Bediensteten hier.
Und dort gibt es die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen als Küchenhelfer. Eine 2-jährige Ausbildung in mehreren Modulen als Küchenhelfer wird oben in der Kantine, in der Ausbildungskantine angeboten. Und wie sind Sie in den Knast gekommen? Beruflich? Ich habe damals eine Ausbildung gemacht als Schreiner, habe diese abgeschlossen auch. Also ich bin Schreinergeselle und dann kurz und knapp, ich wurde nicht übernommen, musste mich umorientieren und habe dann gedacht, das ist doch deine Chance. Und so habe ich mich hier beworben. Gibt es noch Küchengeheimnisse? Gibt bestimmt immer Geheimnisse, aber die bleiben dann auch geheim. Was kein Geheimnis ist, klar, dass Sie natürlich ein bisschen gucken müssen, wo gehobelt wird, fallen Späne und wo gekocht wird, wird auch mal was geschnitten. Wie intensiv muss hier kontrolliert werden jeden Tag, auch wenn Messer und Ähnliches im Spiel sind? Wir kontrollieren hier jeden Tag, machen eine Brandschau natürlich nach Feierabend, kontrollieren, ob alle Messer wieder da sind. Ja, hier werden natürlich auch Kartoffeln geschält, dafür gibt es zum Beispiel Kartoffelmesser. Wir haben auch noch einen Fleischraum, weil wir natürlich auch Fleisch verarbeiten und das muss natürlich jeden Tag ausgiebig kontrolliert werden nach Feierabend. Und jetzt geht's, ich guck mal zu den Jungs rüber, in die heiße Phase. Hier sind die ersten Wagen mit großen Kisten angekommen. Das heißt, jetzt wird aufgeladen. Jetzt ist gerade die Uhrzeit, wo wir sozusagen abziehen, heißt das bei uns. Die Nudeln werden dann portioniert für die Abteilung in die großen GN-Behälter, also für die Gastronomie, die Behälter. Und der Gulasch wird gerade auch abgezogen, sehe ich. Das wird dann alles fertig gepackt. Gleich beliefern wir noch die Zweiganstalt und die Jugendarrestanstalt, die beliefern wir auch mit Essen. Das findet jetzt gleich statt in einer halben Stunde. Und dafür bereiten die natürlich auch alles vor. Das ist, muss man sagen, ein gut eingespieltes Team mittlerweile. Deswegen kann man sich auf die Jungs, was das angeht, auf jeden Fall schon verlassen. Begehrter Job bei Ihnen? Küche ist auf jeden Fall ein begehrter Job, ja, weil die wissen, dass sie hier gewisse Privilegien haben. Die meisten kochen auch gerne, muss man dazu sagen. Haben vielleicht auch schon mal im privaten Umfeld Koch gelernt oder sind Hobbyköche und das macht sich dann wirklich hier beim Kochen auch bemerkbar. Was heißt, welche Privilegien hat man? Also, hier haben die natürlich auch die Möglichkeit, etwas zuzubereiten, auch in dem hygienischen Umfeld. Und die dürfen zum Beispiel bei uns auch ihren Einkauf zwischenlagern und natürlich den Einkauf dann auch hier zubereiten. Und probieren muss man ja zwischendurch auch mal, ob es schmeckt. Natürlich, ne, wir kontrollieren hier jeden Tag. Es findet jeden Tag auch eine Kostprobe statt. Die wird natürlich dokumentiert und darin wird auch festgehalten, wie das Essen war. Und das wird niedergeschrieben. Dann sage ich mal Mahlzeit, ne? Danke. Gerne. Und Mahlzeit. Wer schon länger hier ist, weiß, dass sich der Speiseplan meist alle paar Wochen wiederholt. Trotzdem ein paar kleine Überraschungen haben Dennis Bayer und seine Küchencrew manchmal parat. Bei meinem ersten Mittagessen im Hafthaus, da gab es neben Nudeln und Rohkostsalat noch ein kleines pinkfarbenes Tütchen dazu. Ein Getränkepulver mit Himbeergeschmack drin. Irgendwie auch witzig. Okay, Dessert wäre mir lieber gewesen, aber das ist ja halt kein Wunschkonzert. Normalkost, muslimische Kost, vegetarisch und verschiedene Sonderkostformen, Krankenkostformen gibt es zur Auswahl. Einer, der dafür zuständig ist, ist Jermaine. Kommt eigentlich aus Bochum, muss eine 5,5-jährige Haftstrafe absitzen. Vor einem Jahr ist er in die JVA Remscheid verlegt worden und arbeitet jetzt hier in der Küche. Diätkochen nennt man das oder so, vegetarisch. Also auf jeden Fall für die Krankenkosten, die bereite ich dann extra deren Essen zu. Ja. Das heißt, wie viele Essen sind das so am Tag? Das ist unterschiedlich. Es kommt ja darauf an, was auf dem Menü heute steht. Ja, das Höchste ist manchmal bis 60 bis 70 Leute, die ich fertig machen muss. Und manchmal habe ich auch nur 5 bis 6 Leute. Kommt darauf an. Also es ist unterschiedlich. Tagtäglich ist nicht das gleiche. Also es ist nicht immer gleich. Schon vorher Erfahrung oder privat gerne gekocht oder warum? Oder hast du dir diesen Bereich ausgesucht, Küche? Nee, also gekocht eigentlich nie. Draußen, Mama war da, wenn nicht immer rausgegangen. Also man hat schon was gemacht, aber im Knast lernt man schon unbedingt damit umzugehen. Und wenn man besonders schlau im Kopf ist und besonders so wie ich mal viele Jahre neben Mama war und geguckt hat, wie die das macht, das kommt irgendwann von alleine, man muss nur machen. Und wo ich nach Remscheid kam, ich, ist eigentlich das erste Mal hier, sonst ich war immer Hausarbeiter und so, aber es ist so vermittelt worden, die hatten Leute gebraucht, okay, dann. Ich habe auch nicht geplant, dass ich dahin gehen koche. Ich wurde einfach da, es ist irgendwie passiert. Und das, was Jermaine in der Knastküche kocht, wird dann unter anderem von Jasko verteilt. Jasko sitzt wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge im Gefängnis, war vorher in Geldern, ist vor knapp 4 Monaten nach Lüttringhausen gekommen und arbeitet unter anderem als Essenträger. Auf seiner Abteilung C1 verteilt er die Kost. Muss sich also auch schon mal das Gemecker der Mithäftlinge anhören, sagt aber selbst. Das ist so eine Sache, ich glaube, das war schon immer so in allen Knästen auf der Welt und das wird auch immer so sein.
Ganz klar, man kann das nicht jedem zurecht machen. Auch die Küche, die kochen hier nicht für 5 Mann, sage ich mal, dass sie auf jeden Wunsch eingehen können. Ich generell esse schon seit Längerem so gut wie gar nichts aus von der Anstalt, da ich ja arbeiten gehe und auch so ein bisschen meinen Ernährungsplan, sage ich mal. Ich habe mir gestern zum Beispiel Linsen schon einweichen lassen, die ich mir gleich machen wollte. Also ich nehme sehr gerne Obst, Quark, solche Sachen, aber in der Regel verpflege ich mich selbst. Das heißt, du gibst schon noch einiges dann beim Einkauf aus für Sachen, die du dir selber dann dazu brauchst? Definitiv, definitiv. Also Süßes, sage ich mal, natürlich so Nervenkram auch ab und zu, aber in der Regel versuche ich mich schon gesund zu ernähren, sprich Obst, ich esse sehr viel Gemüse und halt Sachen, die, sage ich mal, schnell gemacht sind. Hier mit dem Reiskocher auf den ersten Blick, auch wenn es sich da nicht aussieht, man kann wirklich viel damit machen. Und gerade wenn man eingesperrt ist aus Langeweile, wird man auch kreativ. Und da wird der ein oder andere sich echt wundern, wenn er sehen würde, was für ein Essen man daraus machen könnte. Ja, ihr habt richtig gehört. Jasko hat Reiskocher gesagt. Das beliebteste Elektrogerät neben dem Fernseher ist hier in der JVA Remscheid tatsächlich der Reiskocher. Auf fast allen Hafträumen findet man einen, wird von der Anstalt auch anstandslos genehmigt. Und ich staune, was man mit so einem Reiskocher außer Reis so alles machen kann. Also man kann ja wirklich viele Sachen kaufen weil aus der Einkaufsliste. Man kann ja, in der Voranstalt war es nicht so gewesen, da konnte man sich zum Beispiel, wenn man Fleischsachen kaufen wollte, nur in Konserven halt. Hier ist das so, dass man halt viel Frischfleisch auch kaufen kann. Also wenn ich Ihnen sage, man kann ja auch Garnelenspieße kaufen und Hackfleisch und ich habe schon echt Sachen gesehen von Leuten, ja, was würde mir jetzt auf dich, also ich sag mal so Pizza oder solche Sachen, das ist das kleinste Problem. Wirklich, kann man ohne Probleme machen. Ja, Gerichte wie mit Garnelenspieß oder sonst was, wo der eine gucken würde und sich denken würde, ey, das sieht aus wie aus einem 5-Sterne-Restaurant. Ist echt keine Sache der Unmöglichkeit, sage ich mal hier. Pizza und Garnelenspieße aus dem Reiskocher. Ja, im Knast zu sitzen, macht tatsächlich kreativ. Aber ich bin noch nicht mit meiner kulinarischen Reise durch die JVA Remscheid am Ende. Etwas versteckt auf dem Gang zwischen Haupthaus und Verwaltungstrakt gibt es nämlich noch die Freizeitküche. Ein Freizeitangebot für Hobbyköche und Genießer unter den Gefangenen. Und die lasse ich mir jetzt mal zeigen. Hallo, mein Name ist Oliver Kohlschütter. Ich bin seit 2007 im Strafvollzug. Bis 2019 war ich im Abteilungsdienst eingesetzt und bin jetzt freigestelltes Personalratsmitglied. Das ist jetzt hier keine Musterküche aus dem Möbelhaus, eher so Kochkurs in der VHS oder Familienbildungsstätte von der Optik. Wer kann und wie kann man als Gefangener diese Küche nutzen? Pro Gruppe sind es 6 Inhaftierte, die aus allen Bereichen, also aus unterschiedlichen Flügeln, hier zusammenkommen, hier kochen, auch gemeinsam hier essen, das ist Bedingung. Und die müssen sich dann bei jedem Gericht auch einigen, was sie hier essen. Ne? Und das wird schon ganz gut angenommen, bereichsübergreifend auch. Ne? Das heißt, da bilden sich dann richtig kleine Kochgruppen, oder? Ja, es bilden sich kleine Kochgruppen und die müssen auch in der Lage sein, absprachefähig und kompromissbereit zu sein. Und das fördert ja schon das Zusammenleben hier. Ne? Wie viel Zeit haben die dann hier zur Verfügung? Zwischen 3 und 5 Stunden. Also es kommt ein bisschen darauf an, welcher Wochentag das ist. Ne? Und wie häufig können die Gefangenen das in Anspruch nehmen? Unter der Woche fast jeden Tag und am Wochenende, glaube ich, den Sonntag. Aber das heißt, die organisieren sich, sprechen sich ab vorher, was sie kochen wollen, bestellen die Lebensmittel? Die Lebensmittel müssen die selber bestellen. Früher konnten wir das noch extern machen. Aktuell machen die das über einen Einkauf. Das heißt, die können ja hier 2-mal im Monat einkaufen und nehmen die Lebensmittel mit hier rein und verkochen die dann hier. Ne? Und das Equipment ist durchaus okay, ne? Also das, ich würde sagen, das ist vergleichbar mit einer Großküche draußen. Ne? Bis zum Pizzaschneider. Ja. Nicer Dicer, das ist ja hier. Wo ist der Thermomix, hätte ich schon fast gefragt. Den haben wir noch nicht, der Thermomix fehlt uns noch. Wir haben aber so eine Heißfritteuse, ein Waffeleisen, wird auch oft genutzt. Also im Prinzip haben wir schon eigentlich alles, was man auch zu Hause so hat. Ne? Die Inhaftierten sind auch eigenverantwortlich für die Beschaffung und Instandhaltung. Also wenn die jetzt der Meinung sind, die bräuchten neue Kochutensilien, dann sprechen die den zuständigen Abteilungsbediensteten an und der kümmert sich dann um die Organisation. Aber das heißt, ein Bediensteter ist immer auch die ganze Zeit mit dabei, oder? Nein, nein. Die Inhaftierten werden hier unregelmäßig beaufsichtigt. Das heißt, hier ist auch ein Schloss dran, wie an jeder Tür hier. Die werden eingeschlossen und in unregelmäßigen Zeitabständen kommt mal ein Kollege gucken. Also sie sind tatsächlich für sich. Ne? Klappt das nicht, bedeutet das den Verlust der Freizeitküche. Und das wissen die. Ne? Und zum Klappen gehört wahrscheinlich, vermute ich mal, dann auch nachher, dass es halbwegs ordentlich wieder aussieht. Genau. Es muss geputzt werden, es muss ein pfleglicher Umgang miteinander schon passieren. Ja, wenn das nicht funktioniert, gibt es bestimmt mal auch so den einen oder anderen Disput unter den Inhaftierten. Dann versucht man da zu vermitteln. Aber die sollen das weitestgehend alleine klären. Ne? Ja, das sind die Unterschiede. Draußen, zu Hause, müsste man mich in der Küche einsperren, damit ich mich freiwillig an den Herd stelle.
Hier in der JVA sind sie froh, sowas zu haben. Für Jermaine, den Diätkoch, und Jasko, den Essenträger, die ihr vorhin schon kennengelernt habt, steht im Moment aber besondere Ernährung auf dem Speiseplan, denn die beiden machen am Sonntag, jetzt Sonntag, 29. Oktober, mit beim JVA Röntgenlauf. Für alle, die nicht aus Remscheid oder Umgebung kommen, kurz erklärt, der Röntgenlauf ist die größte Laufsportveranstaltung in dieser Region. Von Kinderläufen über Ultramarathon, Nordic Walking und Co. gehen da Hunderte jedes Jahr an den Start, draußen in den Wäldern und Tälern rund um Remscheid. Aber eine kleine Gruppe von Inhaftierten der JVA Remscheid, die werden am Sonntag ihren eigenen Röntgenlauf machen. Leider dürfen sie dafür nicht raus, müssen hier drin hinter der Mauer laufen. Aber nicht nur dreimal im Kreis, nein, einen Halbmarathon. Also etwas mehr als 21 Kilometer haben sie sich vorgenommen. Und Sportbeamter Nils Schaar bereitet alles dafür vor. Wir haben das vorher abgemessen. 44 Runden müssen gelaufen werden. Die Strecke ist über zwei Freistundenhöfe, beziehungsweise einen Freistundenhof und dann den Sporthof, den wir hier haben, wo auch draußen Sport immer stattfindet. Das werden wir dementsprechend absperren und können wir das ganz gut beobachten. Naja, weglaufen kann ja eigentlich keiner. Wobei, das wollen sie auch gar nicht, denn das Ziel von Jermaine für Sonntag ist ganz klar. Auf jeden Fall schaffen. Das ist das einzige Ziel, das ich habe. Also das erste Vorbereitungsphase ist jetzt bis dahin mental, also im Kopf. Weil irgendwann wird der Körper auch wehtun und dann musst du einfach weiter. Wenn der Geist dann da weiter durchzieht, obwohl der Körper versucht zu streiken, da wird man erst Champion. Klar, der Respekt ist da, aber man ist vorbereitet. Seit mehreren Monaten haben sie dafür schon in der Sportgruppe trainiert, sich von den Kilometern immer weiter gesteigert, Ernährung umgestellt. Einerseits ganz viel Aufwand, so ein Halbmarathon, andererseits... Naja, im Gefängnis hat man halt Zeit für sowas und deshalb ist der Lauf für Jasko auch ein richtiges Highlight, sagt er. Diese 21 Kilometer werden sehr hart für mich. Wiederum freue ich mich jetzt schon extrem drauf, weil ich weiß, für diesen Tag fallen mir keine Sachen mehr ein, sage ich mal, wenn ich hier im Bett liege, die mich runterziehen könnten oder sonst was, weil ich mit dem Kopf komplett woanders bin, happy bin, ich mich jetzt schon drauf freue. Wo andere sagen, ich bin noch kein Idiot, renne da im Kreis 21 Kilometer. Für mich eine riesen Erleichterung, Freude. Und auch generell, dass das angeboten wird. Also echt top. Na, wir werden mal den Vorher-Nachher-Vergleich machen. Sonntag steht der JVA-Röntgenlauf, der Halbmarathon hinter Gittern an. Nein, ich werde nicht mitlaufen, aber zuschauen. Wie es für Jasko, Jermaine und die anderen gelaufen ist, das hört ihr dann in der nächsten Folge Knast Live. Bis dahin, passt auf euch auf. Und wenn ihr Fragen rund um den Alltag im Gefängnis habt, vielleicht euch das selbst bevorsteht oder ihr Angehörige habt, die im Knast sitzen, dann schreibt mir gerne über radiosg.de/knastlive oder als Direktnachricht über unsere Social-Media-Kanäle auf Insta, Facebook und TikTok. Knast Live. Leben und Arbeiten in der JVA Remscheid. Der Podcast mit Thorsten Kabitz.